Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wie ihr sicherlich seht, mit etwas oder vielleicht noch hört, mit etwas anderem Equipment. Das lag nämlich zwischen den beiden Folgen, die ich jetzt das letzte Mal, die ihr das letzte Mal gesehen habt, und zwischen dieser tatsächlich doch einige Zeit. Und da hat sich ein bisschen was verändert. Ich würde da gerne mal schreiben, ob ihr einen Unterschied merkt im Mikrofon, ob sich das besser anhört oder nicht. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt hier mit den letzten Zügen des Let's Plays. Ich mache am Ende, ihr wisst ja, immer noch mal eine Zusammenfassung, wie ich so finde. Und ansonsten sind wir immer noch im Reich Baden unterwegs und schauen mal, wie es weitergeht. Und ich glaube, wir müssten langsam den Suezkanal haben, nicht wahr? Das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich mache mich wieder aus. Ist ein Let's Play. Ich bin raus. Wir sehen uns später wieder. So. Dann schauen wir mal. Ist denn der Kanal schon gebaut? Oder? Da ist er doch. Na Mensch. Er ist noch nicht gebaut. Er wird gerade gebaut. Okay. Alles klar. Gut, da sollte man natürlich drauf achten, wenn der Kanal gebaut ist, dass wir da vernünftig uns noch was einfallen lassen mit dem Kanal. Wenn wir jetzt hier schon Krieg gemacht haben, deswegen. Okay, Unabhängigkeit unterstützen. Der französische Senegal, das lehnen wir ab. Warum haben wir denn so gute Einnahmen? Können wir das bitte jemandem mal verraten? Engpass im Oman. Ja, das Kraftwerk nicht besetzt sein, ist mir schon klar. Und warum ist das Kraftwerk bitte nicht besetzt? Vielleicht in solchen kleinen Ländern macht man das dann vielleicht einfach mal, dass man da mal so ein Kraftwerk unterstützt. Ihr wisst, ich mache sowas ja normalerweise ungerne und selten. Kriegssegelschiffe, Engpasstransport, Badensisch Hormuz. Okay, hier ist tatsächlich einfach zu wenig los, liebe Leute. Das sollten wir ändern, das sollten wir anpassen. Genau, Flecksucht, Epidemie, Regierungspetition, Protektionismus, Lobbygelegenheit. Meine Güte, ganz schön viel zu tun, liebe Leute. Das ist, nun ja, spannend. So, Autonomie verringern, auf Sachsen anwenden. Das werden wir gleich mal schauen, was wir jetzt hier im Allgemeinen alles so machen können. Also Burma ist, die sehen nicht gut aus. Burma haben wir auch, ja, mögliche Suzerän-Aktion. Genau, da müssen wir gleich mal schauen, was wir mit Burma überhaupt haben. Also Haltung ist unnahbar, Beziehungen sind aber einvernehmlich. Da kann ich auch nichts weiter, glaube ich, dann machen, ne? Also, da, glaube ich, sind wir durch, liebe Leute. Wir könnten noch Lobbys finanzieren, Einflussedelerzeugung, das werden wir mal tun. Ich glaube, ansonsten haben wir da Klientel. Hier können wir noch was machen. Klientelzahlungen verringern. Ja, das werden wir mal machen. Das Thema ist, das, was mir jetzt hier vorgeschlagen wird, wenn ich das tue, dann geht Burma ja sofort wieder nach da oben rein. Was ja ziemlich blöd ist. Die sind ja bis jetzt noch nicht mal ein Dominion. Die sind ja ein Protektorat. Die dürfen ja noch alles machen. Das ist natürlich... Ja, geht ja gar nicht, Leute, ne? Graupara, okay. Können wir auch eine Lobbyfinanzierung machen? Glaube ich, müssen wir jetzt noch nicht. Guatemala, da ist nur Land annektieren, wenn ich das richtig sehe. Genau.
Hannover Autonomie verringern zur Marionette. Die sind also auch relativ weit weg. Hier könnten wir tatsächlich eine Regimestützen machen. Sollten wir aber erstmal schauen, wie unser... Ja, wir sind bei 58%, das habe ich mir schon gedacht. War das jetzt zu finden? Hier, ne? Genau. Holsteinland annektieren, Lübeck. Gouverneur annehmen. Wollen wir das eigentlich mal machen? Komm, wir machen mal Gouverneur annehmen in Lübeck, liebe Leute. Erstmal machen wir die Klientelzahlung verringern. Als es nach hinten losgeht. Und dann ernennen wir da mal einen Gouverneur, liebe Leute. Okay. Also hier steht ja eindeutig Gouverneur annehmen. Auswirkungen. Löst das Ereignis Ernennung eines Gouverneurs aus? Das ist das Ereignis, was wir gerade eben gesehen haben. Ändert den Herrscher eines Klientelands der Freiheitsrang, kann sich je nach gewählten Kandidaten ändern. Okay, schauen wir einfach mal. Erschafft einen süddeutschen Herrscher für Lübeck, der IG-Gewerkschaft erhöht Freiheitsrang um 5. Norddeutschen Herrscher, der IG-Landbewohner verringert Freiheitsrang um 5. Dann machen wir das doch einfach. So. Jetzt haben die 5 weniger. Und mögen die uns deswegen jetzt nicht, oder? Aber die mögen uns trotzdem. Sachsen können wir Autonomie verringern, sehe ich richtig, genau. Und Westfalen, da sind wir auch noch nicht ganz so weit. Hat das jetzt irgendwelche anderen Auswirkungen dann? Wenn ich das richtig sehe, hat das keinerlei Auswirkungen, nicht wahr? Oh, was ist nun los? Niederländisch-Indien versucht uns gegen... So, hier oben haben wir erst nochmal einen Handelsvertrag. Machen wir nicht? Nein. Westfalen stellt sich auf die Seite Mecklenburg der Kommunisten. Oder was? Unser Klientelland Dominion. Klientelland Protektorat von Westfalen. Ah, okay. Die Preußen sind hier fett mit dabei, liebe Leute. Wartet mal ganz kurz. Mecklenburg-Strelitz ist doch auch... Ist das unseres? Nee. Das gehört zu Westfalen, ja. Ach, deswegen stellen die sich auf die Seite. Und dagegen hat sich Preußen gestellt. Die das hier als... Ja, weiß ich gar nicht. Was denn? Okay, und dann ist da oben noch mal ein anderes Kriegsspiel, ja? Da komme ich doch überhaupt gar nicht hin, Leute. Mecklenburg als solches gehört zu wem? Die gehören zu uns, ne? Die sind bei uns im Machtblock sozusagen. Genau, vereintes Deutschland. Okay, boah, Leute, ich merke schon, ich sehe hier gar nicht mehr so richtig durch. Also hier bin ich erstmal raus, Leute. Wir machen es erstmal ein bisschen übersichtlicher, ja. Schleswig annektieren, Schleswigscher... Okay, da bin ich dabei. Okay, ja, das ist mir klar. Es ist ja eine Marionette und... Na, alles gut. Passt. Braunschweig. So, da können wir tatsächlich mitmachen.
Klientelland werden verlangen. Zack. Ja, wunderbar. Mecklenburg-Strelitz der Kommunisten bietet uns eine Verpflichtung an. Ja, wo ist denn das jetzt hier genau? Das ist nicht das. Braunschweig, da sind wir auch schon dabei. Mecklenburg-Strelitz der Kommunisten, das ist das da, ne? Da müssen wir erstmal ganz kurz ablehnen. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir jetzt noch Niederländisch-Indien. Oh mein Gott, Niederländisch-Indien wird Protektorat, liebe Leute. Da sehe ich das eigentlich richtig? Ja, dann sage ich da, bin ich da auch mit dabei. Oh, Leute, der große Krieg. So, und jetzt haben wir ganz kurz laufen lassen und jetzt sind wir hier nochmal mit dabei. Also das haben wir jetzt doch eigentlich angenommen, oder? Genau, die überdenken das gerade. So, und jetzt sind wir hier. Mecklenburg-Strelitz der Kommunisten, genau. Okay, Verpflichtung verlangen. Also wir könnten da mitmachen, Leute. Die Frage ist, wollen wir da mitmachen oder wollen wir da nicht mitmachen? Ansonsten würde Mecklenburg-Strelitz wahrscheinlich... Also das ist am Ende der Punkt. Wir lösen Mecklenburg-Strelitz aus. Wie viele Einheiten haben die Deutschen noch, also die Preußen? 169 Armeen, 11 Flottillen. Wir sind schon bei 103. Das wird doch ein easy Ding, wird das doch, wenn wir die angreifen. Ich habe nur Angst, dass... Achso, das sind die Bengalen. Das ist nicht Österreich. Alles klar. Dann sind wir da auch mit dabei, würde ich sagen. Preußen gab Mecklenburg-Strelitz auf. Jawohl! Jawohl! Seht ihr, Leute. Und schon knicken sie alle ein. Ja. So, Kanaksche Aufstand. Der ist eigentlich wo? Ich sehe hier nicht mehr durch. Müssen uns gleich mehr erstmal sortieren hier, glaube ich. Das ist alles hier ein bisschen wild. So, die Armee könnten wir mal mobilisieren und hier an die Front bringen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. So, was haben wir hier? Schleswigscher Proletarieraufstand. Russland stellt sich auf die Seite von Mecklenburg-Strelitz. Gegen uns, nehme ich mal an, ja? Das ist... Ja, dachte ich mir. Verbündeten einfordern. Okay. Mecklenburg-Strelitz, natürlich die Russen, Leute, na, ist klar, ne? Bringt die Flotte nach Hause. Kommt die Flotte so schnell nach Hause, ist die große Frage. Ja, okay, die liegt auf der Seite. Die muss ja also nicht unten rumdackeln. Das ist schon mal gut. Okay, da sind feindliche Armeen. Wie kommen da? Das Problem ist, wir kommen da überhaupt gar nicht hin, ne? Wenn ich das richtig sehe. Dieser... Nee, wir kommen da echt nicht hin. Leute, wir kommen hier, kommen wir da echt nicht hin. Also, wie soll's gehen? Preußen, die haben Durchmarschrechte bei Preußen. Das war ja ein unglaublicher Schachzug, war das ja. Die Westfalen kommen ja auch nicht hin, Leute. Also, wisst ihr, wenn ich jetzt hier gucke. Doch, ich komme da auch hin. Hä? Wie kommen wir denn da hin? Okay, Leute, die große Armee. Alles wird durchmobilisiert. So, wir haben dann noch 96 irgendwas. Ich glaube, das ist Quatsch. Die da irgendwo... Ah ja, jetzt sehe ich die Westfalen auch. Die sind jetzt dann da. Kanaksche Aufstand. So, wo ist der? Unten? Sind die jetzt schon Protektorat geworden? Also, ja, ich meine sofort oder dauert das ein bisschen? Warte,
tatsächlich. Badensisch-Ostindische Inseln. Das ist so geil. Kannst du keinem erzählen, Leute. Schaut euch das an. Das ist ja so geil. Wartet mal ganz kurz. Wir müssen jetzt mal gucken, wo sind die denn? Das ist, gehört jetzt alles zu uns hier? Sinn. Wegen so ein bisschen? Leute, ihr seid ja... Das ist ja gut. Okay. Gut, okay, wie auch immer. Wir bringen hier eine... Grabeninfanterie. Werten? Warum sind die denn nicht aufgewacht? Okay. Infanterie, genau. Und die brauchen Funkempfänger. Wartet mal ganz kurz. Haben wir Funkempfänger? Schon. Funkempfänger. Ja doch, schon. Plus 13%. Hm. Warum sind die nicht aufgewertet, die Einheiten? Die sind aufgewertet. Die sind auch nicht aufgewertet. Okay. Gut, ich meine, ich werde jetzt nicht alle hier im Krieg aufwerten können, ne? Dann müssen wir erstmal sehen, wie wir an die Funkempfänger rankommen. Die werden jetzt ziemlich schnell ziemlich teuer werden, nehme ich mal an. Produzieren 2000 davon. Sind die nicht aufgewertet? Was ist das hier? Haben wir hier was vergessen? Leute. Mensch. Naja, das brauchen wir doch aber. Mecklenburg-Strelitz, der Kommunisten, okay. Zu den Waffen. Naja, alles gut. Die hier greifen die auch an. Jawohl, einer greift an. Einer steht hinten. Ich bin sehr gespannt, Leute. In der 56er Offensive. Okay. Großbritannien hat einen gegenseitigen Auslandsinvestitionsrechtevertrag mit uns vorgeschlagen. Haltung kooperativ. Potenzieller Freund. Einflusshebelerzeugung. Sie bieten an, eine Verpflichtung uns gegenüber einzugehen, wenn wir annehmen. Wisst ihr was, liebe Leute? Einflusshebelerzeugung. Bündnispartner. Warum denn nicht? Braunschweig der Revolutionäre, die haben wir schon. Das ging ja super fix. Die müssten damit dann eigentlich auch unser... hier. Wissensaustausch. Beziehung einvernehmlich, hervorragend. Wunderbar. Lobbygelegenheit auch abgeschlossen. Okay, ich weiß gar nicht, was jetzt hier passiert. Leute, um Gottes Willen! Ist fehlische Haltung verschlechtert. Derzeit trotzig, zuvor unnahbar. Ach, das war bestimmt, weil wir da den Kollegen geändert haben. Defensive steht. Die Offensive steht auch. Ich glaube, wir packen das, Leute. Will nichts sagen, aber ich glaube, wir packen das. Koreanische Einwanderungswelle. Okay, ja, ja, alles gut, alles gut. Wo ist denn unsere Flotte eigentlich? Okay, die ist hier. Alles klar. Die schicken wir mal an den Seeknoten, an diesen dort. Oder an diesen. Hm. Konvoi-Räuber. Oh, Großbritannien versucht uns bei seinem Diplomatiespiel gegen Russland. Oh Gott. Wusste, die haben irgendwas vor. Was ist denn das für ein Regimewechsel in Britisch-Arabistan, Russland, Regimewechsel in Russland, Britisch-Niger.
Handelsvertrag lehnen wir ab. Scheiße. Wo sollte ich da denn mitmachen, Leute? So, haben wir es eingenommen oder haben wir es nicht eingenommen, ist die große Frage. Ist es besetzt? Also, es ist schwierig immer zu sehen. Preußen stellt sich im Diplomatiespiel, Bengalen stellt sich im Diplomatie gegen Großbritannien. Das kann man nicht einfach so mitmachen, das geht nicht. Also, wie sieht's jetzt aus mit Mecklenburg-Strelitz? Welches von diesen Diplomatiespielen ist es denn? Ist da oben? Kanakscher Aufstand? Nee, das hier ist es. So. Okay. Wir sind bei 96 und... Wenn wir abnehmen, brechen wir diese Pakte Bündnis. Ich will aber das Bündnis nicht brechen gegen die. Aber Leute, das ist doch... Was ist denn das für ein... Was ist denn das? Was ist denn das bitte wieder? Nebenforderung. So, ja. Ziel hinzufügen. Dänemark übertragen. Naja, ich meine. Karte erobern. Den Deutschen nochmal was erobern. Das Rheinland. Was machen? Was Rheinland erobern? Das ist es, Leute. Wir erobern das Rheinland. Wir erobern das Rheinland. Jawohl. Neues Kriegsziel. Ich würde sagen, wir haben es, Leute. Wir haben es, wir haben es. Alles gut, wir haben es. So, da sieht es gut aus. Da sind irgendwelche Fronten unbesetzt. Wir sollten jetzt nochmal ganz kurz gucken. Okay, das sind hier irgendwelche, um Gottes Willen, irgendwelche Sachen dort. Wie es bei dem anderen Diplomatiespieler aussieht. Kanaksche Verbündete. Da sollten wir auch auf jeden Fall mal vielleicht mal wenigstens mal gucken, was da so passiert. Kanaksche Aufstand Ostneuguinea. Okay, da sollten wir vielleicht nochmal eine kleine Landung machen hier unten irgendwo, ne? Mit der ersten Flotte. 3 Monate. Ist eine Weile, ich weiß. Was für ein Aufstand? Hey Leute, Schleswigscher Proletarieraufstand. Ist das der jetzt da oben oder was? Ist der oben jetzt hier? Ja, ja. Okay, alles klar. Den haben wir eingenommen oder so. Gut, oder auch nicht gut, je nachdem. Ich bin mir unnahbar zuvor loyal. Okay, Krise in Paris. Pariser Kommune. Wir sind doch aber nicht... Sind wir hier kommunistisch oder wie ist das? Kaiserreich hat richtig schlechte Beziehungen gegen uns. Warum denn das eigentlich? Feindselig und kalt. Okay, na gut, dann macht's jetzt auch
Machen wir das zweite. Dies werden von Vorteil sein. Wie auch immer sich das dann äußern mag. Wobei wir jetzt hier einen Button gedrückt haben, haben die doch jetzt aber nicht mehr Truppen, oder? Oder doch? Oder wie? Keine Ahnung. Leute, zwischendrin müssen wir mal gucken. Funkempfänger sind teuer, das dachte ich mir schon. Telefon recht günstig. Kann man da noch etwas umstellen von unserer Seite aus? Das sind die Elektrofabriken. Die laufen alle auf Hochtouren, ja. Nee, laufen sie nicht. Stimmt gar nicht, laufen sie nicht. Okay, gut, dann haben wir eigentlich überhaupt gar kein Thema. Sierra Leone Aufstand, da sind wir tatsächlich auch mal nicht mit dabei. Dänischen Aufstand sind wir auch nicht mit dabei, ist ja hervorragend. Niederländischer Bourgeoisie Aufstand, da sind wir auch nicht mit dabei. Okay, cool. Wir brauchen da keine Truppen hinschicken. Die kriegen das da selber easy hin. Naksha Aufstand, die sind ja alle hier schon niedergeschlagen. Okay, da brauchen wir keine Truppen hinschicken. Die kriegen das schon. Die kriegen das schon hin, Leute. Okay, gut, dann machen wir das aber so, dass die. Sorry, Leute, für das Rumgespringe hier. Marineinvasion abbrechen. Genau. Machen wir das so, dass wir hier wieder zurückgehen. Okay, so, Mecklenburg-Strelitz. Das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, das sieht gut aus, ja. Ich glaube, das sieht echt gut aus. Mit den 36 Einheiten, die bringe ich da vorne an die Front. Was heißt da vorne? Die bringe ich hier an die Front. Und dann ist das, liebe Leute. Dann haben wir immer noch eine Armee sogar in der Rückhand. Das ist ja Wahnsinn. Wenn die jetzt hier noch irgendwo hinbringen. Dahin vielleicht. Irgendwo hier hin oder so. Wir machen da noch ein paar Konvoi-Versenkungen. Der ist ja auch auf Überfeldkonvoi. Naja, wunderbar. Ja, ist doch gut. Ist so top wie Balletti. Werden auch noch ein paar Häfen ausgebaut für ein paar zusätzliche Konvois. Sehr gut. Es ist nur die Frage, ob die schneller abgeschlossen werden als alles andere, aber okay. Ansonsten, ich meine, Leute, also das Rheinland, das ist schon gut. Ne? Ich werde es nicht sagen, aber das Rheinland, hier fehlt uns auch noch hier so um ein bisschen, ja, um das Land hier so ein bisschen komplett zu machen. Die Frage ist natürlich, was ist mit Nassau? Sind die eigentlich auch bei uns oder? Avantgarde-Staat, Machtblock Ruischka Imperischka, Diplomatie Preußen. Die müssen wir natürlich auch noch. Preußen, dann machen wir gleich mal Klientel und Übertragung hier, zack, hinterher. Preußen lehnt die Forderungen ab, okay. Und nicht weiter schlimm, alles gut. Jetzt sind nämlich auch meine ganzen Anrainerstaaten hier mit dabei, wenn ich das richtig sehe, oder? Also meine Knechte, sozusagen. Kann man denn hier noch irgendwas machen? Weil wenn ich schon sehe, dass die hier irgendwie, na, eine Lobbyfinanzierung wird nicht klappen. Nee.
Alles gut. Da würde ich dann die Briten hier auch mit reinholen. Die wollen natürlich Westfalen zurückgeben. Ist mir schon klar, aber es ist halt Quatsch. Ne? Nicht funktionieren oder wird nicht. Das wird nichts werden. Wir müssen jetzt nur noch den Überblick behalten. Und das ist schon eine nicht zu einfache Aufgabe, glaube ich. So. Hier die Briten dazu holen mit Lichtung beeinflussen, Klientelland übertragen. Verbündeten einfordern wollen sie nicht. Okay, Verpflichtung einfordern, machen wir aber. Gegen Baden auf die Seite Preußens. Shit. Bayern stellte sich im Diplomatiespiel gegen Baden auf die Seite Preußens. Und denn das? Was ist denn hier los, Leute? Ah. Haben wir hier unten Ägypten will mitmachen. Kriegsziele beeinflussen. Regimewechsel. Nassau. Die Ägypter wollen mitmischen. Super. Auch die können natürlich gerne mitmischen, Leute. Ja? Was haben die denn hier für Regimewechsel in Ecuador? Sachsen demütigen. So, irgendwen. So, beide Sizilien wäre mit dabei, aber leider feindselige Beziehung. Hm. Okay, gut. Ist das wohl so? Mecklenburg-Strelitz müsste jetzt unsers sein, wenn ich das richtig sehe. Unser indirektes Klientelland, Protektorat von Westfalen und Kriegs... Okay, genau. Ja, passt. So, und hier können wir noch zum Protektorat machen. Bayern wird Protektorat. Na endlich, liebe Leute. Die Bayern, das wollten wir doch schon immer. Bayern wird Protektorat, genau. Sehr schön. Ist auch gut, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist auch gut, ja. Da sind irgendwo 100 Truppen. Ja. Nicht genau, was die da jetzt machen oder wo die da jetzt was machen oder wie auch immer. Die bringe ich jetzt mal noch an die Front hier. Irgendeine Front bei minus 100. Das macht mich ein bisschen betroffen, Leute. Welche ist das jetzt genau? Das ist nicht gut. Bei minus 100 ist echt nicht gut, ne. Sicherlich die dort. Aber der Krieg mit Russland ist ausgebrochen. Alles klar. So, die Bauvorhaben hier oben sind eigentlich jetzt auch alle, fast alle durch. Opiumsucht. Oh je. Verdiente Beförderung. Das hilft uns natürlich jetzt im Krieg wahrscheinlich echt weiter. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Der andere Krieg, der ist ja immer noch weit, weit davon entfernt auszubrechen, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Bremen beeinflussen, Verpflichtung beeinflussen, Verpflichtung anbieten. Dann würde Bremen noch mitmachen mit einer Einheit, von mir aus. Okay, jetzt ist hier immer noch eine Front bei minus 100. Ich check das hier nicht mehr, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt hier wie, genau wo und hast du nicht gesehen und alles und um Gottes Willen.
Ich würde einfach sagen, wir mobilisieren durch, weil ich nicht mehr genau verstehe, was die deutsche Kleinstaatlerei, 10% Offensive, den können wir mitnehmen. Geht nochmal auf die kleine Armee rauf hier. 45 Wehrpflichtige werden hier nochmal mit ausgerufen. Das sieht hier auch ganz gut aus. Was haben wir hier? Wir haben Defensivstratege, Artilleriebefehlshaber, Defensivstratege, Kriegsverbrecher, romantisch. Artilleriebefehlshaber, okay. Noch eine Beförderung hier. Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich passen, Leute, oder? Also da sind schon irgendwelche Kämpfe, finden dort schon statt, tatsächlich. Dort finden irgendwelche Kämpfe statt. Ich weiß aber nicht, welche, Leute, ne? Was ist mit diesem anderen, mit diesem Kanak-Ding? Nein. Das ist, die schaffen es nicht, Leute. Die schaffen es nicht. Die sind doch komplett besetzt, wenn ich das richtig sehe, oder nicht? Warte mal, wir versuchen nochmal irgendwo eine Landung zu machen. Kann man immer nochmal sehen, ob das wirklich alles in Ordnung ist oder nicht. Ja, da ist noch was. Digi. Da, Kanakscher Aufstand. Da unten. Müssen wir hin? Ach komm, Leute, erzählt mir noch keinen Stuss. Ja, da ziehe ich jetzt keine Truppen hin, das kann er vergessen. Dann mache ich nicht. Okay, so, gut. Also, ich würde sagen, Militärgehälter gehen ganz hoch, Regierungsgehälter gehen runter. Steuern können wir auch noch easy anheben, überhaupt gar kein Problem. Falls knapp werden sollte. Genau, und ansonsten, ich würde sagen, hier laden wir auch noch ein paar Einheiten rein. So. Vor allem aber auch... Nee, das war jetzt... Das war jetzt von denen, sorry. Von denen meinte ich ja eigentlich. Von den Einberufbaren mal noch ein paar reinballern. Die anderen würden ja ein stehendes Heer machen und ich glaube, da sind wir halt wirklich schon echt gut. Ulungarn verließ vereintes Deutschland. Was? Wieso denn das? Surakarta. Hä? Was ist denn da passiert? Wo waren die denn? Hier oder was? Die haben den Machtblock einfach verlassen. Das geht? Ich weiß gar nicht, dass es geht. Vielleicht, weil ich jetzt irgendwie gerade... böse war zu denen oder so. Ich weiß auch nicht genau. So Frieden schließen jetzt. Erzählt mir mal bitte mal nochmal, ob das jetzt hier klappt oder nicht. Leute, also irgendwie... Am Ende kann es mir auch egal sein. Es geht ja irgendwie nur um Kanak da, ne? Glaube ich. Da oben brechen wir komplett durch. Wenn ich das so richtig sehe. Oder? Ist das hier Frieden? Okay, ja, das ist doch gut für uns. Genau. Machen wir. Nehmen wir an. Friedensvertrag. Sehr schön. Cool. So, und hier bei dem anderen, da würde ich eigentlich gerne noch ganz kurz mal nochmal warten, wie das jetzt dann aussieht. Also... hier noch weitere Ziele hinzufügen. Das ist klar. Klientelländer, irgendwelche Klientelländer übertragen. Also Anhalt beispielsweise könnte man noch übertragen.
welche baltische Provinzen, Luxemburg, würde auch was bringen, ne? Luxemburg ist hier auch nochmal an der Ecke. Klar, warum nicht? Aber ist auch nochmal ein super kleines Land. Muss man dann auch wieder irgendwie binden und so. Finde ich auch Quatsch. Dann ist halt alles Staat erobern, Leute, ne? Und Staat erobern ist immer so eine Sache. Preußisch-Braunschweig wäre nochmal eine schöne Sache. Könnte man auf jeden Fall noch erobern. Das würde dann hier oben nämlich, glaube ich, nochmal eine Landverbindung geben, ne? Also hier drüber, wirklich dann nach Hannover und so rein. Ja, vielleicht nehmen wir nochmal Preußisch-Braunschweig. Oder das Bayerische Rheinland, das würde auch nochmal was bringen. Das ist diese Ecke hier unten. Die wären eh Protektorat. Hm. Wir sind bei 47. Also so viel will ich eigentlich auch nicht mehr drauf machen. Ich mach mal noch. Brauchen wir das wirklich, das Preußische Braunschweig? Ist hier irgendwas? Bleimin, Kohle, Eisen. Lassen das. Lassen das. Gottes Willen, schaut euch mal die ganzen Armeebewegungen hier an. Da sieht doch kein Mensch mehr durch. Also hier unten ist eine Front bei minus 80. Das ist, glaube ich, nicht ganz so sonderlich gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Ist auch leider nicht mehr allzu genau, wo meine dicke Truppe ist. Bewegen wir die mal da runter, dann sind wir da bei minus 42. Das hört sich schon besser an. Genau. So. Sieht so aus, wie als wollen die Preußen gleich kapitulieren, was echt schlecht wäre, weil dann zählen, dann müssen wir das alles nochmal durchkämpfen. Und so, glaube ich, müssen wir das nicht nochmal durchkämpfen. 33er Offensive, um Gottes Willen. Was will man denn schaffen mit einer 33er Offensive, meine Freunde? Ich glaube, damit schafft man doch gar nichts, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt auch in diesem Krieg drin. Und es passt alles soweit, alles gut. 634 Truppen, um Gottes Willen, Leute. Irgendwelche komischen Handelsrouten sind wieder inaktiv hier. Irgendwas extrem teuer. Sehr teuer. Aus dem klingischen Markt bitte einmal und dem osmanischen Markt. Danke. Und ich glaube, jetzt kämpfen wir an allen Fronten, liebe Leute, wenn ich das richtig sehe, nicht wahr? Da unten wird es spannend, muss ich mal so sagen. Das ist aber nicht unser Thema. Was die da machen, weiß ich auch nicht so genau. Wir kämpfen jetzt erstmal um unsere Kriegsziele. Wir sind hier im Heimatland beschäftigt und das. Stellen. 40er Offensive. Ich denke, das sollten wir schaffen. Die eine Front da oben, die ist 96. Stark mittlerweile. Oha. Okay. Das ist meine kleine 35er Armee, das ist die hier wahrscheinlich, ne? Wenn ich das mal so sagen darf, ja, das sollte die da sein. Ich mal an, war, wo die erste Armee hinvorrückt. Wir sind schon bald in Russland, liebe Leute.
Das ist alles ein bisschen witzig jetzt hier. Aber die Front sieht hier tatsächlich nicht gut aus. Wir müssen mal Truppen hinschicken, Leute. Schnell wie möglich. Das ist nicht gut. Hier finden irgendwelche Schlachten im Inland statt. Ich hab hier Schiss, Leute. Da müssen wir die große Truppe von da unten einmal runterholen und hier an diese Front ranbringen. Das tut mir echt leid, aber da müssen wir es tun, Leute. So schnell wie möglich. Bei minus 89, wenn hier irgendwie, ich weiß nicht, was passiert, dann stehen wir da. Hat er gleich noch einen Aufstand jetzt hier oder was? Ach, Leute. Okay. Und das haben wir alles eingenommen da drüben, alles klar. Das sieht gut aus, Leute. Regimewechsel in Nassau. Wir knocken da schon unsere Kriegsziele mal ein. Da steht dann so einer kleinen Front irgendwie. Ist auf jeden Fall falsch. Preußen tickt runter. Ist auch gut so. Kampagnenfinanzierung haben wir hier noch. Fortschrittspartei. Geben wir kein Geld für aus, danke. Hier unten eigentlich Mara, Guatemala, Schaumburg-Lippe. Was ist mit Schaumburg-Lippe, Leute? So, die wollen wahrscheinlich mit in unseren... In den Machtblock wollen wir sie wahrscheinlich... Lippe ist bereits im Machtblock Vereintes Deutschland. Warum machen wir das dann? Finanzieren beenden. Beziehung verbessern beenden. Oder sind die irgendwie Dekorat von uns oder so? Nee. Einfach nur Bündnis. Verstehe ich nicht genau. Muss auch alt gewesen sein, liebe Leute. Ich weiß es nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, Panzerproduktion haben wir freigeschaltet, ja. Also wir sind nur leider nicht so weit, dass wir jetzt hier tatsächlich wirklich Panzer noch, ne? Noch nicht klappen. Naja, jetzt sieht's ja hier wieder besser aus. Großer Angriff. Rheinland erobert. Regimewechsel in Preußen, sehr schön. Wunderbar, liebe Leute. Da hat der erste schon mal durchkapituliert. Das Rheinland und die Produktionsmethoden. Meine Güte, es leckt auch mittlerweile ein bisschen das Game hier. Bei den ganzen Truppen und bei dem ganzen Shit, was hier passiert. Da sieht ja auch kein Mensch mehr durch. Aber ja. Liebe Leute, ich sehe gerade, ja, man merkt, lange kein Let's Play mehr gemacht. 50 Minuten. Kann ich ja bald 2 Folgen draus machen. So oder so, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch ja, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Euer Stifti. Ich bin raus.